das auch klarkommt. Hallo! Wahrscheinlich habt ihr auf das Video geklickt, weil ihr noch mehr Ordnung für eure Wohnung haben möchtet, beziehungsweise nicht so genau wisst, wie ihr das am besten organisiert. Und ich habe mal meine Tipps zusammengesammelt, die ich so in letzter Zeit ausprobiert habe, welche gut funktionieren, welche eher nicht so gut funktionieren, und habe die zusammengetragen, denn ich habe in den letzten schätzungsweise ja zwei Monaten meine Wohnung komplett aufgeräumt, entrümpelt, entmistet, sauber gemacht. Also das war wirklich, es hat sehr viel Spaß gemacht, weil so ein gewisser Ballast von einem abgefallen ist. Aber es war auch sehr, sehr anstrengend neben Arbeit und ja, Internet und was man halt so alles jeden Tag macht. Auf jeden Fall wollte ich meine 13 Tipps mal vorstellen und ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Tipp. Aufräumen in kleinen Schritten ist eindeutig einfacher als einen riesen Berg zu bewältigen. Das heißt, teilt euch wirklich gewisse Sachen ein und nehmt euch dafür meinetwegen nur 2-3 Stunden Zeit. Wenn ihr nur 15 Minuten habt, auch gut. Dann räumt eben mal den Nachtschrank auf oder die Kommode oder irgendetwas. Auf jeden Fall solltet ihr euch Zeiteinteilungen machen, dass ihr 3 Stunden das aufräumt und fangt wirklich mit kleinen Sachen an und dann motiviert euch immer wieder weiterzumachen. Dann seht ihr nämlich schon am Anfang Erfolge und somit geht das dann Hand in Hand über und so überlistet ihr auch auf jeden Fall euren Schweinehund. Beginnt auf jeden Fall damit, wo man am meisten und am effektivsten irgendetwas bewirken kann. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr die Fenster als erstes putzt und dann danach erst den Schrank aufräumt. Oder ihr räumt euren Schreibtisch auf, also Sachen, die man sofort sieht, denn das motiviert auf jeden Fall weiterzumachen mit dem Aufräumen und ja, das Schlimmste kommt dann sozusagen zum Schluss. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einen Putzplan erstellen, das habe ich vor ein paar Monaten auch gemacht und ich muss sagen, dass das für mich eine sehr, sehr gute Lösung ist. Dadurch setze ich das viel besser um, ich trage das dann nochmal in meinen Kalender ein und dann weiß ich ganz genau, dass ich an dem und dem Tag das machen muss. Oder ich schreibe es mir an eine Tafel, die habe ich mir an den Kühlschrank geklebt. Die könnt ihr, glaube ich, noch bei Teddy erwerben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall könnt ihr da euren Putzplan dran schreiben, dann sehen das auch andere Mischbewohner in eurer Wohnung und wissen, was sie zu tun haben oder was vielleicht der Partner zu tun hat. Und das macht das Ganze nochmal übersichtlicher, sodass ihr seht, ah ja, okay, morgen muss ich das und das machen. Und zu diesem Putzplan, wie man den erstellt, mache ich auf jeden Fall nochmal ein extra Video, da das jetzt hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen würde. Auf jeden Fall kann ich euch das nur ans Herz legen, dass so ein Putzplan sehr effektiv ist und ihr euch da sehr, sehr viel Zeit erspart. Auf jeden Fall. Kennt ihr das auch, wenn ihr einfach aus dem Raum rausgeht, kommt wieder rein und da steht noch der leere Kaffeebecher oder der Teller, den hätte man ja mitnehmen können und genau das habe ich früher auch gemacht. Mir passiert es auch jetzt noch, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr nützlich, wenn man die Sachen, die man gleich benutzt hat, sofort wieder wegräumt, also überall mitnimmt, wenn man in einen Raum reingeht, die Sachen, die dort nicht hingehören, einfach mit rausnehmen und sie dorthin zu bringen, wo sie hingehören. Schaut euch dann einfach in dem Raum rum, was ihr dort noch so findet, was ihr nicht hingehört und nehmt das beim Rausgehen mit raus und so macht ihr das immer wieder und schwuppdiwupp ist eure Wohnung eigentlich immer sauber gehalten. Was sich in den letzten Monaten auf jeden Fall bewährt hat bei mir, sind diese fixen Zeiten, also Zeiten, an denen ich immer sauber mache, die trage ich mir im Kalender ein, schon einen Tag vorher oder mehrere Tage vorher, je nachdem wie man arbeiten muss. Und dann weiß ich, okay, dafür habe ich auf jeden Fall eine Stunde Zeit oder 2 Stunden Zeit, vielleicht auch einen ganzen Tag. Auf jeden Fall sollte man sich immer gewisse Zeiten zuteilen, an denen man weiß, wann man was sauber machen kann. Und beispielsweise kann das am Morgen 10 Minuten sein oder 20 Minuten oder am Abend, wie ihr eben Zeit habt. Ich habe versucht, in den letzten Monaten eine gewisse Routine in meinen Tag zu integrieren. Und zwar habe ich mir einen Plan gemacht, also einen Putzplan am Anfang und habe da Sachen reingeschrieben, die ich wirklich jeden Tag machen muss und die habe ich mir dann nochmal extra in meinen Kalender geschrieben, sodass ich sie wirklich jeden Tag abhaken kann und das so lange gemacht, bis es sich gefestigt hat, also bis es zu einer Gewohnheit geworden ist, denn durchschnittlich dauert es 21 Tage, bis sich der Mensch an etwas gewöhnt und ich habe das jetzt 2-3 Monate immer reingeschrieben, mache es immer noch und beispielsweise ist es so, dass ich morgens immer meinen Geschirrspüler ausräume, den ich am Abend angestellt habe oder meine Wäsche wasche und die dann aufhänge, wenn ich die Zeit dafür habe. Wenn ich natürlich jetzt arbeiten will, ist es etwas schwierig, aber Sachen, die man vorher eben schon planen kann, die sollte man auf jeden Fall in den Kalender eintragen und dann ist es so, dass ich immer mein Bett mache.
dass ich grundsätzlich immer 10 Minuten frühs und abends aufräume. Also so gewisse Dinge, die man wirklich jeden Tag tun muss, damit man eine Ordnung hat oder die Küche aufzuräumen. Und das sollte zur Routine werden und das nützt auf jeden Fall sehr, sehr viel, um die Wohnung ordentlich zu halten. Wenn ihr frühs gleich euer Bett macht, dann sieht das Zimmer gleich viel ordentlicher aus und ich kann euch diesen Tipp wirklich nur noch ans Herz legen. Meiner Meinung nach kommt jetzt der wichtigste Tipp und zwar sollte jedes Teil seinen Platz haben und wenn dem nicht so ist, dann solltet ihr für diese Sachen auf jeden Fall einen Platz finden, denn wenn ihr dann aufräumt, dann wisst ihr wirklich, wo das Teil hingehört und beim stupiden Wegräumen braucht ihr nicht mehr lange überlegen, wo was hinkommt. Und wenn ihr etwas benutzt habt und damit fertig seid, räumt es dann einfach wieder an diesen Platz zurück. Wenn ihr immer dabei seid, Ordnung zu schaffen, schmeißt wirklich Dinge weg, die ihr nicht mehr gebrauchen könnt. Sortiert sie aus oder verschenkt sie oder ihr könnt es auch mal wegwerfen, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder vielleicht kann man die auch noch verkaufen oder ihr wisst, wer sowas gebrauchen kann. Auf jeden Fall ist das A und O einer ordentlichen Wohnung oder eines ordentlichen Hauses, dass man Dinge aussortiert und wegwirft, die man längere Zeit nicht mehr benutzt hat. Bei meiner Ordnungsorganisation in meiner Wohnung habe ich auf jeden Fall die ganzen Sachen neu organisiert, sie optimiert sozusagen, also Dinge zusammengetan, Bastelsachen in eine Schublade oder in einen Schrank getan, dann Geburtstagssachen, also alle Themenbereiche zusammengefasst und ihnen einen neuen Platz gegeben, das beschriftet, sodass ich gleich weiß, wenn ich etwas Spezielles suche, wo ich da hingehen muss, auch alle Elektronikartikel meinetwegen oder DVDs, Bücher, je nachdem. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, was ich damit meine. Auf jeden Fall sollte das alles gut sortiert an einem festen Platz stehen. Wenn ihr vielleicht in einer WG wohnt oder mit einem Partner zusammen, könnt ihr auch gerne zu zweit aufräumen und daraus vielleicht so einen kleinen Wettkampf machen. Und meinetwegen sagt ihr, wer schneller mit welchem Zimmer fertig ist und dann beginnt ihr aufzuräumen. Sowas motiviert ungemein. Oder ihr ladet euch einfach eine Freundin ein. Es muss natürlich dann eine gute Freundin sein, denn die das Chaos kennt, was ihr zu Hause habt. Und ich denke, sowas macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber das habe ich vorhin im Internet gelesen und fand das so schön, dass ich dachte mir, das kannst du doch mit in dein Video nehmen und euch das vorschlagen, falls ihr in einer WG wohnt. Wenn etwas nur eine Minute dauert, dann macht es wirklich sofort und schreibt es nicht erst auf eine To-Do-Liste, denn ansonsten verzettelt man sich zu sehr und eine Minute hat man auf jeden Fall immer Zeit, irgendetwas wegzuräumen oder was zu erledigen. Und mein letzter Tipp, das ist wirklich der wichtigste Tipp in meinen Augen, ihr solltet euch für eure Sachen, die ihr geschafft habt, auf jeden Fall belohnen. Wenn es nur vielleicht ein Tee ist oder ein Kaffee, vielleicht kauft ihr euch auch irgendetwas Kleines. In meinem Fall ist es so, dass wenn ich mit dieser ganzen Aktion fertig bin, ich habe jetzt nur noch mein Schlafzimmer vor mir, dann werde ich mir auf jeden Fall ein Buch kaufen, was ich mir schon seit langem kaufen wollte. Es ist jetzt nicht so, dass man sich das Buch nicht auch so kaufen könnte, aber ich finde, es ist doch ein Ansporn und eine Belohnung auf jeden Fall, dass man sich sagt, okay, wenn ich das geschafft habe, dann erfülle ich mir den und den Wunsch. Und das solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten und ich sage euch, dass das ein sehr, sehr schönes Gefühl ist, wenn man mit diesen ganzen Sachen fertig ist. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Ratschläge habt, die ich jetzt hier vergessen habe oder von denen ihr denkt, dass es auf jeden Fall erwähnenswert ist, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Das werden sicherlich auch andere Zuschauer lesen und dann eventuell umsetzen. Und ansonsten hoffe ich doch, dass euch meine Tipps etwas weiterhelfen und wünsche euch eine geordnete Umgebung, Wohnung, Haus, je nachdem, wo ihr wohnt. Und wünsche euch noch einen wunderschönen, ordentlichen Tag. Und